Herzlich willkommen im neuen Video. Ich will heute mit euch aus einem alten Pulli, den ich im Schrank gefunden habe, Pushen machen. Vielleicht habt ihr auch noch einen alten Pulli oder einen Sweater im Schrank, den ihr eigentlich gar nicht mehr anzieht. Den könnt ihr nämlich total einfach in Pushen verwandeln. Es ist zwar nicht ganz, ganz so einfach, aber schaut es euch einfach mal an. In dem Video werde ich zeigen, wo die Problematik ist und welche Sachen man beachten muss, damit das auch alles klappt. Deshalb fangen wir doch gleich mal an und ich zeige euch, was ihr dafür alles braucht. Ihr benötigt einen alten Pulli, Garn aus Polarwolle, eine Wollnadel, eine Schere, Stecknadeln, Einlegesohlen und optional könnt ihr auch Sockenstopperflüssigkeit benutzen. Nehmt euch einen alten Pulli, den ihr nicht mehr anzieht und zieht die Ärmel über die Füße. Zieht die Ärmel so hoch auf die Länge, die ihr haben wollt und wenn euch das so passt, dann könnt ihr das Ende des Ärmels abschneiden. Das gleiche auch für die andere Seite, achte darauf, dass du auch die gleiche Länge erwischt. Wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr die Einlegesohlen und legt sie auf den Pulli. Habt ihr eine passende Stelle gefunden, dann nehmt ihr die Stecknadeln und befestigt die Sohlen auf dem Pulli. Dann schneidet ihr um die Sohlen herum mit einem minimalen Abstand. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr die Stecknadeln rausziehen und nun habt ihr zwei gleich große Stoffteile. Und jetzt machen wir die Sohle. Dazu nehmt ihr erstmal ein Stoffteil, legt darauf dann die Einlegesohle und darauf wieder das andere Stoffteil. Liegen sie genau übereinander, befestigt ihr das Ganze wieder mit Stecknadeln. Nun nehmt ihr euch die Einlegesohle und legt sie schräg auf euren Ärmel. Und nun schneidet ihr neben der Sohle den Ärmel entlang hoch. Jetzt habt ihr dann noch so ein Fitzelchen, das könnt ihr dann abschneiden. Und dann legt ihr euch den Ärmel auf die Sohle. Und steckt das Ganze vorne mit einer Stecknadel fest und hinten. Dann könnt ihr das so ein bisschen dehnen, damit alles auch in richtiger Position ist. Und dann könnt ihr auch die Seiten mit Stecknadeln befestigen. Wenn das Ganze fertig ist, dann seid ihr bereit für die Wollnaht. Ich habe dafür Polarwolle genommen. Ihr beginnt am besten von unten nach oben, weil dann habt ihr das Endstück auf der unteren Seite. Als zweites steckt ihr die Nadel von oben nach unten durch und am Ende lasst ihr so eine kleine Schlaufe stehen. Da steckt ihr jetzt die Nadel wieder durch und zieht das Ganze fest. So könnt ihr immer weiter fortfahren, also ihr fangt oben an, steckt die Nadel durch, lasst eine kleine Schlaufe stehen und fädelt das Ganze nochmal dadurch. Zwischendurch könnt ihr das immer noch mal ein bisschen festziehen und das geht jetzt weiter ringsrum. Das dauert zwar ein bisschen, aber am Ende finde ich, sieht das ganz schön aus mit dieser Naht. Diese Naht habe ich auch noch mal am Ende des Ärmels gemacht, weil ich das ganz schön fand. Es muss aber nicht sein, je nachdem, ob ihr noch Lust drauf habt und ob ihr das schön findet. Was ihr zusätzlich auch noch machen könnt, ist so eine Sockstoppflüssigkeit zu nehmen. Das müsst ihr aber nicht machen. Ich fand das eine ganz coole Idee, vor allem so ein schönes Muster drauf zu machen. Dann finde ich, sieht das auch noch mal ein bisschen besonders aus. Das Ganze muss in 8 Stunden trocknen und dann ist es auch schon fertig. Viel Spaß beim Nachmachen! Und schon sind die Pushen fertig. Wenn ihr Bock habt, das nachzumachen, dann verwendet doch den Hashtag OldSweaterPushen. Es würde mich total freuen, wenn ihr das posten würdet und wir alle sehen, was ihr aus euren alten Pullis gemacht habt. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, das ist in 2 Wochen. Ihr könnt gerne einen Daumen da lassen und ein Abo, wenn ihr wollt. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal.